Den Thunfisch. Denn er hat auch ein Video gedroppt, was wir noch übersehen haben. Mal gucken, was der jetzt wieder zu erzählen hat, nämlich Schluss mit dem Bodybuilding-Irrsinn. Let's go. Einen wunderschönen guten Tag auf meinem YouTube-Kanal. Yo, Fitness-Freunde. Ich befinde mich in der Kraftstation. Ich habe gerade eben Feierabend gemacht. Und jetzt geht's ins Push-Training. Und wir haben ein bisschen was zu belabern. Ich darf gleich noch kochen, aber das seht ihr alles im Verlauf des Videos. Viel Spaß. Ich habe schon immer gedacht, der ist sau hässlich. Mehr gibt's nicht zu sagen. In diesem Sinne. Magus. Fertig. Oh, Booster ist schon auf. Gefühlt wird der immer dünner, der Thunfisch, ne? Weg ins. Ist der nicht ganz dicht? Doch, ist er. Booster ist auf jeden Fall auf dem Weg ins System. Mir ist echt. Ja, ja. Mir ist es kotzen gekommen. Mein Booster ist Kopf. Er hat auf jeden Fall abgebaut. Das steht fest. Innen drin. Deswegen gibt es bei mir dazu eine Kapsel vom Ashwagandha. Das ist denn Quatsch. Weil es natürlich nichts Mehrwert hat. Und das hat den einfachen Hintergrund. Und das Koffein, was halt in einem Booster drin ist, ganz gerne dafür sorgt, dass man Cortisol ausstößt. Beziehungsweise ich glaube schon, dass er auf Sendung ist. Doch, klar. Also einfach das Stresslevel im Körper steigt und das Ganze gerne dafür sorgt, dass euer Fokus auch ein bisschen wegbricht. Dem wirklich entgegen mit einer Kapsel Ashwagandha. Ganz easy. Könnt ihr gerne ausprobieren. Gibt auch ein paar Booster da draußen. Die haben Ashwagandha drin oder andere Adaptogene, die den Stress senken. Zum Beispiel normale Crank hat das auch. Und deswegen Ashwagandha vorm Training. Es gibt jetzt in der nächsten Wochenaktion, die kommt am Mittwoch um 18 Uhr online. Und wir haben Mittwoch 16 Uhr. Also wenn ihr das Video seht, ist die Aktion schon online. Und zwar gibt es 20% auf Vitalstoffe, heißt Ashwagandha, Vitamin D3, K2, Essential, Omega-3 und alles Mögliche. Und 25% auf den Athlete Stack. Unterstützt mich gerne mit meinem Rabattcode bei ESN. Da bleibt immer ein bisschen was bei mir hängen. Und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Von daher viel Spaß bei dem Video. Danke für eure Unterstützung. Für mich geht's jetzt los. Ich sehe aus wie ein Alien mit den Kopfhörern, weil ich trage sie wie ein Behindi. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an mit Push-Training. Und ich mache mich wie immer ein bisschen warm am Butterfly, damit ich schon mal ein bisschen Blut in der Brust drin habe und ich ein bisschen Gefühl reinbekomme. Das ist mal so mein Way to go, um mein Push-Training anzufangen. Damit fahre ich ganz gut. Könnt ihr auch gerne ausprobieren. Den Gerätehersteller von der Maschine kenne ich gar nicht. Von Gym 80 feiere ich die Maschine irgendwie gar nicht. Die ist mir so zu unstabil. Jetzt habe ich die am Kabelturm gemacht, war ganz geil. Damit ist das Warm-up auch erstmal gelaufen. Es geht an die ersten schweren Push-Übungen. Ganz, ganz wichtig, erstmal Gelenke warm machen, alles drumherum geschmeidig bekommen, bevor ich jetzt an meine schweren Push-Übungen gehen tue. Das haben wir schon geschaut am Donnerstag, mein Lieber. Aufgrund von der Tatsache, dass ich so ein bisschen, ich würde sagen, Probleme mit der Brust habe, aber die Leute die letzten Videos gesehen haben. Eben auf die Schrägbank am Kabelturm. Wissen. Mit von unten die Kabelzüge gezogen. Also ich habe so ein bisschen Ziehen in der linken Brust, deswegen gucken wir mal, was mit 50 geht. Joa, 10er geht noch, aber dann ist schon schwer. Wir haben 20, 15, 15 und 10. Und generell fange ich mein Brusttraining ganz gerne mit einer Schrägbank-Variante an. Einfach um ein bisschen Fokus auf die obere Brust zu setzen. Für die allermeisten Leute ist es eigentlich absolut scheißegal, wie sie ihr Brust trainieren. Also. Oh, Milan, wie geht's, Brudi? Alles Paletti? Ob ich jetzt zwei Flachbank-Varianten mache, zwei Fly-Varianten, eine Flach- und eine Schrägbank-Variante. Hauptsache, das Volumen passt und ihr trefft eure Brust. Was machen natürlich ganz. Glaub mir, Tadel, wenn Chris Karl absetzen würde, ja, dann würde er nicht so aussehen. Der würde immer noch ein bisschen besser aussehen. Darauf sieht es, dass die Leute zu schweres Gewicht nehmen und dann nicht voll in die Dehnung gehen. Man weiß mittlerweile so anhand von wissenschaftlichen Datenlagen, Dehnung ist ja sehr wichtig für Muskelaufbau, erst recht bei so Muskeln. Irgendwas macht der Typ falsch. Kann doch nicht solche Arme haben mit seinem Stack. Am Stack liegt es nicht. Es ist einfach keine Konstante in der Ernährung drin, ja, mal frisst er 3 Tage seine Kalorien, dann ist er auf einem Rave, macht 35.000 Steps, frisst nur eine Mahlzeit, am nächsten Tag ist er verkatert, haut sich nur eine Pizza rein und einen Döner, weil er nichts essen kann, somit ist seine Wochenbilanz kaputt, Training ist dadurch im Arsch, ja, aber was man nicht vergessen darf, ich hatte auch einen guten Freund im Freundeskreis bei mir, der hat auch angefangen zu ballern. Ja, auch 2, 3 Komponenten drin gehabt. Der hat gut gegessen, der hat hart trainiert. Es ist einfach nichts aus ihm geworden. Er hatte einfach so eine beschissene Genetik, dass er nach 2 Jahren eingesehen hat, dass das Stoffen auch überhaupt gar keinen Sinn macht bei ihm. Weil er einfach eine scheiß Genetik für den Sport hat. Dann hat er abgesetzt und er sah fast genauso aus wie auf Juice.
bisschen in die Fülle weg, aber das war's. Deshalb, ja, ist natürlich auch irgendwo genetisch bedingt, vor allem Arme, Armgenetik. Ja. Ich mache zum Beispiel für die Arme auch nicht viel. Ich mache ganz normal 2-3 Übungen für Bizeps, 2-3 für Trizeps, das war's. Ja. Alle 10 Tage, alle 8 Tage ungefähr. Bei mir alles gut, wie sieht es bei dir aus? Form, ja, Form ist gut. Ich wiege 102 nüchtern heute mein Tiefsgewicht. Wie der Brust, weil die Brust primär im unteren Anteil der Bewegung arbeitet. Deswegen. Nillian hat zum Beispiel bei seiner ersten Kur mit 2,50 alle 5 Tage hat er 10 Kilo zugenommen und KFA reduziert. Ja, mit 250 Milligramm. Da kann man schon mal überlegen, okay, der Nillian, bei ihm war die Stoffgenetik schon mal gut. Dann gibt es Leute, die machen dasselbe, bei denen platzt die Haut wie bei Thunfisch und die nehmen vielleicht 2-3 Kilo zu. Da ist die Stoffgenetik nicht so geil. Einfach volle Dehnung mitnehmen, gucken, dass man das Gefühl in die Brust bekommt und dann passt das schon. Aktuell nicht geplant, mein Lieber. Wäre das übermütig? Nach meinem Wochenende, man mag es mir verzeihen. Aber auf das, was treibe ich in meinem Wochenende-Thema, können wir gleich noch zu sprechen. Ich war auf jeden Fall gut feiern. Ich hatte ein sehr, sehr gutes Wochenende mit sehr, sehr vielen, sehr coolen Leuten. Ich hatte viel Spaß. Aber warum, wieso, weshalb, was das gegebenenfalls für diesen Kanal hier bedeutet, da quatschen wir gleich drüber. Aber ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Gewicht runter, mache 2 Sätze für ein bisschen Volumen. Ne? Die habe ich bei mir im Gym auch, die ist sehr geil. Wo soll ich anfangen? Also, ich habe ja in den letzten Videos schon mal erwähnt, dass ich mich hier primär darauf fokussieren möchte. Mike Sommerfeld, dieser massivere Look gefällt mir richtig gut. Der sieht brachial aus, Digga. Dass ich Sachen mache, die mir Spaß machen, dass ich ein Leben führe und euch daran teilhaben lasse und dass ich mich nicht zu sehr aufs Bodybuilding versteifen will. Das wissen wir ja bereits. Denn das alles ist in meinem Leben, weil das ist es nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin Student, ich arbeite in der Kraftstation, ich mache den gesamten Social-Media-Quatsch hier, ich führe eine Beziehung über fast 100 Kilometer, ich habe irgendwie noch Freunde, ich habe noch Familie, ich führe einen eigenen Haushalt. Das darf ich alles ziemlich alleine stemmen. Ne? Das Einzige, was jetzt noch irgendwie obendrauf kommen könnte, wäre wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Haustier. Aber ich sag mal so, ich bin ziemlich vollgepackt mit Arbeit und alles, was ich mache, macht mir ziemlich viel Spaß. Da hat halt einfach oftmals Bodybuilding einfach nicht die höchste Priorität. Ne? Die Leute, die mir auf Instagram folgen, könnt ihr gerne auch tun, wissen, dass ich ganz gerne mal feiern gehe und dass wir da halt einfach eine große Gruppenaktivität draus machen. Ich habe sehr, sehr gute Freunde mit. Shortcut TV, danke dir, mein Lieber. Welches Prep My Meal Gericht ist dein aktuelles? Dieser rote Couscous mit Hähnchen Zucchini ist sehr, sehr geil. Die Linsen Rinder-Bolognese ist sehr geil, wobei bald kommt meine eigene Rinder-Bolognese raus. Ja, wir entwickeln gerade ein eigenes Produkt. Und dieser goldene Curry-Kokosreis mit Chicken, der ist auch geil. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei esn.com vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in meiner Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Mit dem man sehr viel, sehr gerne Scheiße machen kann. Ich war irgendwie vom letzten Jahr auf 30 Veranstaltungen. Da habe ich auch gesehen, 30 Festivals oder Partys war allein letztes Jahr. Das heißt, fast jede Woche, Digga. Alle 2 Wochen war der feiern. Und das kam natürlich, ich kann es verstehen, ich habe auch meine Zeiten, beispielsweise jetzt, seit dieses Jahr, seit Januar, gebe ich wirklich Bodybuilding Knallgas. Wirklich, ich habe keine Mahlzeit ausgelassen,
Kein Training, kein Cardio, ich habe nicht gecheatet, gar nichts. Und dann sieht man auch, wie schnell sich der Körper verändern kann. Aber beispielsweise letztes Jahr, ich habe auch gechillt viel. Ich habe viel Party gemacht. Was heißt Party gemacht? Ich gehe jetzt in keine Clubs, aber ich habe mir oft einen reingesoffen. Im Urlaub, in Miami, in Orlando an meinem Geburtstag und. Deswegen, es ist geil, wenn du eine gewisse Struktur schon hast, dann genieß dein Leben, find eine Waage zwischen soziales Leben, was ja auch völlig normal ist. Wir sind keine Profisportler, ja, also ich zumindest nicht. Wir sind alles Amateur-Hobbysportler, deswegen, das sage ich auch meinen Leuten im Coaching, find eine Waage, wo du noch dein Leben genießen kannst mit Freunden, Familie etc., aber auch noch Erfolge hast im Sport. Nur bei Thunfisch ist das so tatsächlich, dass der Kumpel, glaube ich, zu viel gefeiert hat und deswegen auch keine Progression im Training gemacht hat. Ja, aber uns immer wieder einen erzählt von, ich habe jetzt wieder Bock auf Bodybuilding, dann kommt der nächste Vlog, jetzt kommt Thunfisch mit Masse und irgendwie passiert leider nichts. Es könnte so eine geile Story werden aus dem Thunfisch. Also diese ganze Journey, dieser ganze Prozess wäre ganz cool, aber da kommt leider nichts. Ja. Ich verstehe aber auch, wenn er sein Leben genießen will und feiern gehen will, das ist jedem selbst überlassen. Ich verstehe das voll und ganz. Nur dann spuck keine großen Töne, dass du Bock auf Bodybuilding hast, wenn du dich die ganze Zeit quasi im Kreis drehst. Bro, kriegst du von Linsen und anderen Hülsenfrüchten keine Blähungen? Linsen, Fossil sind das Nudeln. Bei dieser kleinen Menge, die da drin ist, nein, keine Blähungen. 25, 30. Und das ist auch vollkommen okay. Meine Prioritäten liegen einfach aktuell da drauf. Generell bin ich kein Fan von diesem höher, schneller, weiter. Wartet mal. Bevor ich jetzt hier scheiße laber, ich gehe nochmal auf seinen Kanal, der mittlerweile fast 12.000 Abos hat. Glückwunsch an der Stelle. So. Hier sagt er, 3.500 Kalorien gehen endlich rein, dank dieser Umstellung. Steroide sind schön, aber ich habe einfach meine Zeit verschwendet. Sehr, sehr reflektiert. Sehr gut. Jetzt wird richtig gefressen. Die Basis vor dem Aufbau. Ja? Also es gibt oftmals Kapitel Massefisch. Jetzt wird richtig geballert. Also es kommt oftmals so Ansagevideos oder Titel, aber am Ende des Tages liefert er einfach nicht ab, was schade ist. Weil er hat, für Mans Physik hat er gar nicht mal so eine schlechte Genetik, habe ich ja gesagt. Und er wollte ja auch eigentlich einen Wettkampf anpeilen. Aber wie gesagt, ist auch seine Sache, interessiert mich nicht, was er macht. Also doch schon, aber sei ihm gegönnt, er soll machen, worauf er Bock hat. Es ist sein Leben, ja, ich stehe nicht in seinen, wie heißt das, ich laufe nicht in seinen Schuhen. Oder wie man sagt, aber spuck einfach keine Töne. Würdest du den coachen wollen? Nee, ich glaube, er ist schwierig zu coachen, genauso wie Schwarzwald John. Im Prinzip, ich habe mich dem lange, lange Zeit gebeugt. Das macht mich einfach nicht glücklich, weil durch diesen gesamten Druck auf Social Media muss man im besten Fall natural sein, unfassbar breit, mit 20 schon Millionär, eigene Wohnung haben, verheiratet und gefühlt alle Lebensziele gleichzeitig bewältigen. Und wenn man das nicht macht, bekommt man ganz schnell das Gefühl, ein Versager zu sein. Oder zumindest Leute im Internet machen einem dieses Gefühl, ein Versager zu sein. Ja, oder der eigene Instagram-Feed bringt einen dazu. Und da sehe ich mich einfach nicht. Und deswegen würde ich auch behaupten oder sagen, wie auch immer, ich bin kein Bodybuilder oder ich höre auf mit Bodybuilding oder ich mache kein Bodybuilding, wie auch immer ihr das nennen wollt. Aber ich mache diesen Sport gerne. Ich liebe Kraftsport. Ich liebe es, so auszusehen. Ich finde es unfassbar angenehm, einfach optisch eine schöne Statur zu haben, unabhängig davon, was jetzt die Gründe dafür sind. Allerdings ist Bodybuilding einfach nicht die höchste Priorität in meinem Leben. Das war sie tatsächlich letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Da gebe ich dir recht, Talantis. Bei seinem Lebensstil soll der nicht stoffen, ist einfach Unsinn, ja. Aber wobei, wenn er eine ganz, ganz niedrige Dosierung fährt, ganz ehrlich, nein, ich würde da auch nicht ballern. Ganz ehrlich, lieber würde ich dann 3 Kilo weniger wiegen, aber reine Haut haben auf einem Festival, wenn ich mein T-Shirt ausziehe. Aufgestanden, habe meine Toast gefressen. Danach habe ich dann mein Pre-Workout gefressen, dann bin ich ins Gym gefahren, habe im Gym noch mein Post-Workout gefressen. Wenn ich dann abends noch zu meiner Freundin gefahren bin, die ich zu dem Zeitpunkt frisch kennengelernt habe, war der erste Weg eigentlich in die Küche. Essen entweder im Kühlschrank packen oder sofort in die Mikrowelle. Dann hat man halt irgendwie 2-3 Stunden abends zusammen verbracht, Film geguckt, keine Ahnung. Ne? Im Eis.
Ja, keine Ahnung, Film. Wir wissen alle, was Filme gucken heißt, 2-3 Stunden lang. Das ist sie dann. Welcher Film geht in 3 Stunden, tunfähig? Tatsächlich ins Bett gegangen und ich bin noch länger wach geblieben, weil ich essen musste. Ja, ich war voll im Film drin. Ich habe von morgens bis abends eigentlich mein komplettes Leben nur auf Essen und Training ausgelegt. Und es hat für den Zeitpunkt voll und ganz Spaß gemacht. Und ich würde mich auch darüber freuen, wenn ich wieder so eine Phase in meinem Leben integrieren kann. Aber das ist einfach aktuell nicht mein Leben. Aktuell verfolge ich so ein bisschen eher das Ziel. Ich bin jung, ich bin wild, ich gehe gerne feiern, ich genieße mein Leben. Und auch das ist ein Anspruch, den irgendwie die Gesellschaft an einen stellt. Ne? Und man kann halt nicht auf 8 Millionen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und aktuell ist es das, was mir die meiste Lebensqualität bietet. Insbesondere, weil ich ja auch eine sehr, sehr glückliche Partnerschaft führe. Und es halt einfach dieser Partnerschaft zuträglich ist, dass ich ein bisschen entspannter bin, was mein Essen angeht. Ne? Heißt nicht, dass ich mich nicht mit meiner Freundin schon gestritten habe wegen Essen. Ne? Das kommt nämlich auch dazu. Deswegen ich dann halt gesagt habe, okay gut, ich stelle das halt so ein bisschen hinten an und ich baue mein Leben halt so auf, dass ich gut vorankomme, dass es mir Spaß macht. Aktuell fresse ich so meine 4000 Kalorien. Ich komme wieder gut in den Rhythmus, aber ich würde jetzt nicht mein komplettes Leben weiterhin so massakrieren, wie ich es vorher getan habe, weil einfach das nicht mein Hauptfokus ist. Das ist jetzt aktuell der Standpunkt. Nichtsdestotrotz kommt hier weiterhin Content, aber auch immer nur, das heißt immer nur so viel, wie ich Bock drauf habe. Nein, eigentlich habe ich ziemlich viel Bock auf den gesamten Quatsch hier. YouTube ist das, was mir am meisten Spaß macht. YouTube ist das, was mir am meisten Real-Life-Feedback einbringt von euch. Auch positives Feedback und ich freue mich über jeden von euch, den ich sehe. Aber jetzt gehe ich mich erstmal umziehen, weil wir haben schon gleich 19 Uhr und ich habe um 15 Uhr Feierabend gemacht. Naja, so ist das halt. Ich wollte ein normales Leben führen. Das mache ich jetzt hier mit diesem wunderschönen Job in der Kraftstation. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, so ein bisschen einer von euch zu sein. Jemand, der ganz normal arbeiten geht. Jemand, der ganz normal pumpen geht. Jemand. Okay, Freunde. Also, nichts Neues bei Thunfisch. Eigentlich dreht er sich die ganze Zeit im Kreis. Eigentlich ist es immer dasselbe und selbe Gelaber. Schade, aber was soll's. Wenn ihn das glücklich macht, wie gesagt, kann ich vollkommen nachvollziehen. Kann ich verstehen. Jeder soll das machen, was ihn glücklich macht, worauf er Bock hat. Ne? Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei. Denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gibmirnoch2wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gibmirnoch2wochen-E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei Oase gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder Oase. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.